Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Showshuffle. Heute machen wir das, was wir am besten können. Streiten. Wir erstreiten Tierlisten. Ja, so sieht es nämlich aus. Es ist, falls ihr jetzt live zuschaut, Donnerstag, der 16. März, 20 Uhr. Falls ihr on demand zuschaut und es nicht live Vergnügen euch geben könnt, dann ist es eine Zeit eurer Wahl. Wir sind hier wieder in einer trauten Runde, die in diesem Studio, glaube ich, in der Geschichte von Rocket Beans noch nie gesessen hat und etwas macht, was es auch eher selten in der Form gab. Wir werden Tierlisten erstreiten, aber... Um welche Tiere geht es denn? Wer sind diese Menschen? Sehr gut, Matthias, sehr gut. Schlechtes Timing, aber ansonsten... Die Lücke musst du doch... Ja. Irgendwo muss ich die doch finden. Ja, es ist also, gemein, ne? Irgendwo muss man einpreschen und hoffen, dass es passt, aber... Vollgas, durchlabern, okay. Ne? Und dann da irgendwie... Nein, der Gag wird immer schlechter und so. Ja. Und da, aber Nils ist dann jemand, der sich eigentlich auch nicht zu schade ist. Und damit herzlich willkommen in der Runde, Nils Bohmhoff. Den Gag auch dann noch aufzuheben, wenn andere sagen würden, das ist ein Fall für Kompost. Ich bin ein Aasfresser, was das angeht. Absolut. Oh. Ja. Aber du kennst es ja auch, wir haben darüber diskutiert, ne? dieses Gag-Timing, du denkst, oh ne, er gibt mir keine Lücke, ich könnte jetzt so glänzen. Insbesondere du bist sehr schwer zu knacken, was Lücken angeht. Das stimmt. Du redest ohne Pause und lässt einfach niemanden rein. Ja, absolut. Es ist ja auch, weißt du, es ist ja eine Sache, dass man selber vielleicht nicht wirklich geile Scheiße labert. Aber es geht ja auch darum, den anderen nicht die Chance zu geben, zu glänzen. Und das ist natürlich eine valide Taktik, sie einfach zu überlabern. Stimmt, ne? Ja. Also dann ist man ja quasi noch der Blinde unter den Einäugigen. Ja. Nils, schön, dass du da bist. Walle, hallo. Du bist auch am Start. Ja. Ich auch schön, dass du da bist. Ey, danke. Ich habe gedacht, hier in der Pre-Show ist jetzt noch alles friedlich, aber du sagst schon, wir erstreiten Tierlisten. Ich dachte, wir einigen uns so wie Freunde quasi. Kommt auf die Liste an, glaube ich. Kommt auf die Liste. Baby. Oh. Kommt auf die Liste, das geht ja schon mal richtig gut. Los hier mit der wasserlöslichen Farbe am Tisch. Matthias, du bist ja auch jemand, der immer gerne diskutiert, möchte ich sagen, nicht streitet, sondern als besonderer Mensch. Argumentieren nenne ich es meistens. Das ist nämlich dann, sagt schon, dass ich die guten Argumente habe. Was auch meistens so ist. Also. Oh, oh, shots fired. Nein, also ja, wenn ihr live dabei seid, natürlich machen wir jetzt so ein bisschen hier im Showshuffle die Rampe zu dem, was eigentlich das große, unser Samstagabend-Highlight am Donnerstag ist. Das ist nachher eine neue Ausgabe Gamefights, in der wir diskutieren werden. Manierlich, wie ich euch kenne, werden wir diskutieren. Wenn ihr es on demand guckt, kein Problem. Ich bin überzeugt davon, dass der gute Anton quasi in der Endcard das Video zur Gamefight-Sendung, die für die Live-Zuschauerinnen und Zuschauer gleich folgt, verlinkt haben wird. Davon gehe ich einfach mal aus, ansonsten ist das einfach ein sanfter Arbeitsplatz. Vielleicht sagen wir es ihm. Ja, der soll sich das einfach angucken. Ja. Hallo? Das heißt, die Leute müssen sich jetzt dieses Video erst komplett anschauen, um dann auf die Endcard zu klicken, um zu Gamefights zu kommen. Also Arbeitsauftrag ist gegeben. Ja, natürlich, sonst doch nicht einfach durchskippen. Na, ja, stimmt. Außerdem gibt es auch gar keinen Grund, denn wir haben was ganz Tolles heute vor. Also, wir diskutieren Tierlisten. Soll bedeuten, ich habe hier ein paar Listen vorbereitet, selbstverständlich, die eben von Müll bis S-Tier, also Supreme-mäßig einzuordnen sind. Und damit wollen wir uns ein bisschen in Stimmung bringen, in ein bisschen Laune für die Diskussion, die später stattfindet. Und vor allem hier darf ich ja selber auch noch ein bisschen mit diskutieren. Ich habe eine große Anzahl an Listen hier. Mal sehen, wie viele wir hinkriegen in der Zeit. Aber ihr habt ja Bock drauf, ne? Voll. Absolut. Super. Mega. Ja gut, dann würde ich doch einfach sagen, starten wir einfach. Wir fangen einfach mal mit der ersten Liste an. Und die erste Liste ist natürlich so eine Art Leib- und Magen-Liste für viele von uns hier. Souls-Likes gilt es zu ranken, respektive einzuordnen. Wie sollen wir vorgehen? Sollen wir einfach rauspicken oder gehen wir der Reihenfolge durch oder so? Also es gibt keine Regeln. Für eine Showshuffle werden die Regeln live on tape gemacht. So. Man kann ja auch nachträglich wieder was umpositionieren. Alles, ne? Wenn man festgestellt hat, es gibt einen neuen Platzhirsch quasi, muss man vielleicht irgendwas untersetzen. Ja, warum? Theoretisch ich von meinem Skill am PC ab. Okay. Ne? Das also wir gehen jetzt nur von den Spielen aus, die da drunter sind? Ja. Warum sind da weder Dark Souls 1 noch 3? Ich gehe davon aus, dass da jemand sich gedacht hat, Dark Souls 2 ist doch klar das Beste. Respektive mal insbesondere, ich weiß es doch auch nicht. Ich habe die Liste noch nicht gemacht, auch wenn ich eben Gegenteiliges behauptet habe. Ich kann das auch nicht verstehen. Ja, Elden Ring ist S-Tier, ne? Gibt es irgendwas, worauf wir uns einigen können? Also, Elden Ring, bleiben wir bei Elden Ring. Nein, also niemals, aber sind wir uns doch voll einig. Ja, Elden Ring ist S-Tier. Kann man sagen, S-Tier, ja. Ja, das ist schon mal gut. Also, das war recht einfach. Guck mal, krieg ich noch hin. Oh, wunderbar, Elden Ring. So weit, so einfach. Jetzt wird schon schwieriger. Okay, dann wollen wir schwierig bleiben. Vielleicht mit Demon's Souls direkt. Remake, oder? Remake, ja. Also das ist ja auch das Cover vom Remake. Ja.
Ja, sieht halt fantastisch aus und ist, war ja schon ein grundgutes Spiel, als es rausgekommen ist und hat quasi das Genre angefangen groß zu machen. Von daher finde ich, verdient es sich mindestens richtig geil, wenn nicht sogar S-Tier. Aus meiner, von meiner. Voll bei Walle. Also Demon's Souls hat das begründet, den Grundstein gelegt und das Remake ist ja, es ist eigentlich mit das beste Remake, was es so gibt. Es ist einfach bombastisch, sieht richtig krass aus. Die Atmosphäre ist so dick, dass man sie löffeln kann. Von daher bin ich auch entweder, also mindestens richtig geil. Das Problem ist, okay, die Reihe hat sich weiterentwickelt. Wenn man jetzt einem Außerirdischen, der von nichts eine Ahnung hat, einfach diese Spiele vorlegt, wird er wahrscheinlich sagen, Elden Ring ist besser. Aber wenn man das ein bisschen historisch noch mit einfließen lässt, dann ist Demon's Souls hat dann auch schon Argumente. Ja, Demon's Souls hat Argumente. Ich würde aber eher inzwischen schon gut und richtig, also Tendenz zu richtig geil ein Mittel. S-Tier ist es für mich nicht. Ich habe es aber auch nicht komplett durchgespielt so. Gerade das Remake hat mich hat mit seinem Artstyle schon bei mir so ein paar Abzüge. Also wirklich so S-Tier, Klasse, höchste Klasse ist es bei mir nicht. Also ich wäre eher bei richtig geil. Ich saß auf deinem Sofa neben dir, als du es gespielt hast und du hast große Freude. Also, ja, ich sag ja, es ist richtig geil. Das ist ja gut, das ist, aber wenn wir von Souls gehen. Darf man schon mal ein bisschen gute Laune verspüren. Das stimmt, ja, das ist ja immer noch nicht, gut, also. Das vergaß ich ein bisschen. Ja, das ist schon richtig geil. Auf einigen, dass es vielleicht nicht S-Tier verdient. Also aber nur wegen Elden Ring. Moment, wir brauchen ja, S-Tier, es hat aber schon paar. Genau, also wollen wir so etwas wie eine historische Bedeutung, Pioniergehabe, erster Konkurrent, ist das ein valides Argument oder wollen wir das im Hier und Jetzt verorten und fragen wir ich doch mal so. Auch, also ich, um den Gedanken zu Ende zu bringen, bei Demon's Souls, ich bin ja ein heiß und inniger Verehrer und fand das Remake auch ganz, ganz großartig. Aber es hat unglaublich viele Stärken, aber es hat ein paar Schwächen auch. Also so toll zum Beispiel das Boss-Design ist, so lame sind die Bosse von Demon's Souls aus heutiger Sicht oder vor dem Vergleich von vielen Sachen, die von From the Dark kamen, sind die schon nicht gerade das stärkste Argument für das Spiel. Das wäre jetzt so ein Kratzer im Lack. Ich finde aber auch die World Tendencies sind ein großer Kratzer. Da steigst du ja null durch. Also das ist ja wirklich, bei den anderen Spielen kommst du immer durch und so. Da gibt es so Sachen, die du auch nicht direkt verstehst, aber die sind auch nicht so ausschlaggebend für den Spielgenuss. Und diese World Tendencies, wenn du da irgendwie keinen Plan von hast und dann ein paar Welten sind in der Dark Tendency gelandet. Also ist nicht das beste System, finde ich. Ist für mich auch ein Manko. Okay. Ja. Also wir haben noch ein paar heiße Kandidaten, aber ich bin auch. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich mal einigen. Einfach mal richtig also geil. Dann lass uns sagen, richtig geil. Ich fand aber jetzt ein, zwei ganz gute Argumente dabei. Dann gehen wir auf richtig geil. Ja, pass auf, dann machen wir es aber schwer, denn ich würde jetzt einfach mal die Entscheidung treffen. Dark Souls 2 steht da zwar, aber ich gehe davon aus, dass man sich einfach vergriffen hat. Wir machen daraus Dark Souls 1. Okay. Dann machst du es aber schwieriger, ne? Also, ja, das, also Dark Souls 2 ist ja ganz klar. Das reicht kann jeder, ne? Ja, mehr würde ich jetzt, also. Also wir können natürlich auch sagen, Dark Souls 2 steht für alle drei Dark Souls und dann die Serie Dark Souls. Vielleicht kann ja jeder, wie sagte mal ein kluger Mann. Ja, aber das ist ja so, als ob das ist ja nur Quatsch. Da kannst du ja nicht sagen. Na gut, also wenn Dark Souls 2 für Dark Souls 1 steht, bin ich bei Dark Souls 1 auf jeden Fall für S-Tier. Also wir können das auch ändern. Da steht doch Dark Souls 2. Ja, genau, und deswegen bin ich da auch. Wir diskutieren darüber, was da steht, damit wir danach diskutieren können, wo das, was da steht, stehen soll. Ja. Da steht Dark Souls 2, das nehmen wir jetzt. Okay. Und das hat sich ja jemand überlegt, nämlich aus dem Grund heraus, dass Dark Souls 2 das kontroverseste aller Souls-Spiele ist. Es nach der Meinung vieler Souls-Veteraninnen und Veteranen erreicht es nicht die Qualität des Vorgängers und auch nicht die des Nachfolgers. Es hat gewisse Schwächen, es hat unglaubliche Längen. Es hat das Worldbuilding ist nicht so geil. Es gibt so Situationen, dass du also du kommst irgendwie, gehst einen Turm hoch oder so und auf einmal bist du in so einer Lava-Welt, die dann aber eigentlich über der eigentlichen Welt schwimmen müsste und dann gibt es so Situationen, dass auf einmal so Bereiche sind, ich glaube, es ist so ein Add-on oder so, die sind eigentlich auf Koop ausgelegt, das sagt dir aber keiner, die sind so scheiße schwer und frustrierend, dass es eigentlich, wenn man es nicht gerade streamt und dumm ist, wie ich, schmeißt man es in dem Moment weg, weil es einfach so scheiße unfair und dumm ist, dass du hast teilweise so lächerlich lange, schwere Wege zu einem Boss und der Boss selbst ist so schwer, dass du diesen Weg 100-mal gehen musst, aber auf dem Weg schon 100-mal verreckst und beim 101. Mal kommst du zum Boss, aber er ist so scheiße schwer, dass du sofort stirbst und musst nochmal 100-mal diesen langen Weg laufen. Das sind so Situationen, die das Spiel so frustrierend machen und deswegen würde ich das als schwächstes aller Souls-Spiele, es ist nicht schlecht, es ist nur das schlechte Souls-Spiel. Ich kann auch nicht so rüber. Und deswegen würde ich sagen, entweder schon gut, aber mehr ist schon, finde ich, schon mal. Also, ich stark genug. Ich schließe mich erstmal diesen Emotionen. Ich fand lustig gerade, also die Diskussion, wie Lars so argumentiert hat. Lars. Nils.
argumentiert hat, fing irgendwie bei Show gut an und war am Ende bei Müll. Deswegen, nein, ich sag, was die Schwächen sind. Geeint, nein, ich habe die Schwächen einfach, ich habe die Schwächen im Vergleich zu seinen... Ja, das sind gravierende Schwächen. Ja, sind es auch. Aber es spielt sich auch nicht so gut. Also dieses langsame Heilen ist doof, die Ausweichrolle, dass die Ausweichrolle und die Iframes an den Werten hängen. Das sind sehr komische Änderungen und gerade im Vergleich zu den anderen Dark Souls Teilen ist Dark Souls 2 für mich ein Meh. Ist kein schlechtes Spiel, aber wir reden hier von... Ja, bin ich mal gespannt, wie viel Kelleretagen der. Ja, das gut, das kann so. Gut, hat, also, ja, gut, dann vielleicht. Ja. Was sagst du, Walle? Naja, da kommen, glaube ich, noch Müllspiele. Die sieht man ja da unten schon teilweise. Deswegen ist es für mich auch eher ein Mäh. Ich schließe mich allen Argumenten und Emotionen tatsächlich an. Ja, was hättest du jetzt gesagt? Der Aufbau war ein anderer. Du sagst, da kommen ja noch Müllspiele. Ja, ich war auch verwirrt. Und dann dachte ich, okay, du willst da noch Luft nach unten lassen? Ja, eben. Deswegen ist es Mäh und nicht Müll. Genau. Was? Ihr werdet mit Müll gegangen bei Dark Souls 2? Nein. Eben nicht. Ich wollte gerade sagen, warum es eben kein Müll ist. Ich bin auch bereit, jetzt schon das Studio zu verlassen. Ja. Und den gesamten Abend zum Scheitern. Würden Sie mich mal ausreden lassen, dann wäre das alles klar geworden. Aber hier kann man ja keinen Kram zu Ende. Entschuldigung, lieber Walle, zwischen Mäh und Müll. Wo befinden wir uns denn hier? Also, dann lass mich mal kurz erklären. Also das wäre in Prozent, würdest du eine 36 geben, so. Nein, das ist ja nicht auf alle Spiele der Welt bezogen. Nein. Das muss ja nicht auf einer Skala agieren von 0 bis 100. Ich will es so greifbar machen. Nee, aber es macht keinen Sinn, wenn wir Souls-Titel ranken, dann zu sagen, ja gut, auch, weiß ich nicht, das schlechteste Spiel der Welt, was eine 7 bekommen hat, müssen wir da jetzt irgendwie mit einbeziehen und nur das kann ja Müll sein. Okay. Das ist für mich kein Argument. Also, ganz kurz, ich finde Dark Souls 2 deswegen ein schlechtes Spiel und ich habe es abgebrochen aus den Argumenten, die hier genannt wurden. Eins der stärksten ist das mit den Iframes, aber für mich das stärkste ist tatsächlich die schlechte und nicht gut zusammenhängende Welt. Weil das hat Dark Souls 1 unter anderem so gut und erfolgreich gemacht. Oh ja. Und dann hat man sich auf mehr gefreut und wird kolossal enttäuscht, weil quasi das ein paar Schläuche sind und nicht so ein cooles vertikales Design. Dark Souls 1 hat quasi diesen Begriff erfunden. Und deswegen ist es für mich ein klares Meh Souls. Von allen, den wir da noch sehen, gibt es auf jeden Fall welche, die nicht Dark Souls oder Demon Souls heißen und für mich da drüber sind. Also bei schon gut oder richtig geil. Ja. Gut, okay, sorry. Also, haben wir. Mäh. Nein. Ich bleib bei der Kritik. Und die Kritik ist aber auch quasi im Vergleich, und das muss man ja auch mit einbeziehen, mit seinen direkten Nachbarn, mit seinen Familienangehörigen. So, das ist jetzt, sorry, tut mir leid, wenn du bei der Familie Schiffer zu Gast bist und Claudia hat dich eingeladen und dann siehst du irgendwie ihre Schwestern, Erika, Mareike und Sabine und sorry, alle sind Supermodels. Nur Sabine, so ist vielleicht eher so, hat ein, zwei Schwächen vielleicht, die sie von der Haute Couture trennen. Und dann verortest du Sabine doch nicht bei Müll und auch nicht bei Mäh. Dann sagst du, ja, die ist immer noch eine Schiffer. Im Vergleich mit anderen Familien ist sie verdammt. Ich bin noch, wir sind hier demokratisch unterwegs. Das wird sich im Laufe des Abends verändern. Schon gut. Ich sag auch schon gut. Dann gehen wir auf schon gut. Ja, gehe ich auch mit. Ich bin auch da. Ihr würdet es noch bereuen. Man kann ja noch hin und her schieben. Ja. Ich glaube, wir haben nicht mehr so lange für die ganze Liste, deswegen sollten wir sowieso ein bisschen schneller. Aber dann machen wir es mal spannend. Was ist denn wirklich Müll? Mich interessiert mich gerade dafür, ist das da unten Lords of the Fallen oder Lord of the Fallen? Das ist Lords of the Fallen. Okay, das ist das zweite, oder? Nee, das zweite ist The Lords of the Fallen und das erste ist Lords of the Fallen. Das meine ich. Ach, okay. Ja, das ist genau. Das Original. Das fand ich. Ersten Runners-Up. Habe ich nie gespielt. Das kann ich leider nicht viel sagen. Also ich kann noch nicht ganz begründen, ob es Müll ist, aber es hat versucht, an einen großen Erfolg anzuschließen und es meiner Meinung nach überhaupt nicht geschafft. Mich hat es ziemlich schnell verloren, dann habe ich es noch ein bisschen in Streams und Videos geguckt und auch da konnte es mich in späteren Spielteilen, die ich nicht gespielt habe, auch nicht überzeugen. Um mal hier irgendwie, das sind ja viele gute Spiele dabei, aber um auch mal, vielleicht, also man muss ja keins in Müll ranken, aber wenn wir darüber reden wollen würden, dann ist das am ehesten für mich dabei. Ja, wir sind nicht verpflichtet, alle Kategorien zu füllen, aber es soll ja schon... Ich würde am liebsten hinterher einen Einkaufszettel haben und wissen, okay, die haben gesagt, das kaufe ich eher und das weniger. Und ich hätte ein gutes Gefühl in dieser Relation, nein, es ist keine 100er-Skala oder ähnliches, Lords of the Fallen beim Müll einzusortieren. Ja. Es tut mir leid, ich kenne niemanden, der ist ja ein glühendes Plädoyer hart, im Sinne von alle sind dumm. Ja, aber darum ist, sind wir ja wieder da. Ja, klar. Nee, aber ich meine Skala um die Ohren gehauen. Ja, genau. Ich würde auch, wir können auch immer machen noch sortieren. Erstmal, machen wir das. Ja. Aber wir machen weiter. Guck mal, jetzt wird es nämlich spannend. Ich pick jetzt mal The Search. The Search, der geistige, also nicht wirklich Nachfolger, aber die Souls-Formel, selber Entwickler, ins Science-Fiction-Ding gehievt, ein paar Jahre später, war auf jeden Fall einen Tacken besser. Ja, auf jeden Fall. Wo ordnen wir es ein? Ist das
Ich weiß nicht, wer es von euch gespielt hat. Weder den ersten, den zweiten gespielt, aber von dem, was ich so mitbekommen habe und der Reception, die ich so kenne, hätte ich jetzt gesagt, Surge 1 bei Mäh und Surge 2 bei schon gut. Aber ich habe, wie gesagt, beide nicht gespielt. Das ist nur so mein Eindruck, wie ich es jetzt gerade verorten würde. Ja. Ich möchte mich da raushalten, dass es, ich habe das nicht gespielt und da kann ich keine Meinung abgeben. Tut mir leid. Ich auch nicht, weil ich es auch nicht gespielt habe. Ich könnte mich auch nur auf die ganzen Beiträge und so, die es über das Spiel gab, eben berufen. Und da kriegt man ja dann doch einen Eindruck. Deswegen weiß ich ungefähr, wie gut es eben auf dieser Skala ist, zumindest was so das Internet auch sagt. Aber ich kann jetzt auch, ich habe keine starke Meinung. Also ich glaube schon, dass The Surge schon gut war. Vielleicht auch mehr, weil das weiß ich zum Beispiel nicht. Matthias hat gesagt, der zweite soll vielleicht ein bisschen besser gewesen sein. Mhm. Dann müsste man natürlich eins bei mehr und zwei bei schon gut einordnen. Wir können es aber auch da im Kurs, wer es nicht gespielt hat, dann gibt es da keine eben, Meinung. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Aber ich bin, Matthias, ich habe beide gespielt. Ich würde es genauso machen wie du. Es ist eine klare Steigerung. Der zweite Teil ist. Ich glaube, wir müssen ein bisschen zulegen. Ja. Aber er ist schon gut. Okay. Und dann lass uns doch kommen, wir machen spannend. Was ist mit Bloodborne? Das ist aber wieder so ein sehr spannender Kandidat. Also, Bloodborne ist ein unfassbar gutes Spiel. Es hat eine richtig krasse Atmosphäre, dieses Lovecraft-eske. Die Welt ist so düster, aber auch in sich stimmig. Man kann die Story erahnen und wenn man dann irgendwie sich ein bisschen damit auseinandersetzt und sie versucht zu verstehen, dann ergibt auch alles Sinn so und man muss sich das aber erstmal alles, es wird einem nicht quasi auf dem Tablett serviert, sondern man muss schon ein bisschen Eigeninitiative zeigen, aber dann, wenn man dann mal eine Theorie hat, dann kann man die wirklich überprüfen und merkt, okay, das ist auch stimmig, die Welt ist krass, das Kampfsystem ist nochmal neu aufgesetzt worden im Vergleich zu den Dark Souls-Teilen. Also es ist nicht so, dass das einfach nur ein Abklatsch ist, sondern man muss anders kämpfen. Man wird dazu gezwungen, so gelernte Sachen aufs Muskelgedächtnis zu streichen und ein bisschen auch was Neues zu machen. Für mich ist das ein S-Tier. Das einzige Problem, was Bloodborne hat, ist, wenn es sich mit Elden Ring vergleichen muss. Und du hast halt Elden Ring, dieses unfassbare Megaprojekt, was mehr Entwicklungszeit, mehr Manpower, mehr Kohle zur Verfügung hatte. So, das muss man ja auch mal mit einfließen lassen, welche Ressourcen, welche Entwicklungszeit hat ein Titel. Und da hat Bloodborne mit Sicherheit weniger von als Elden Ring. Deswegen ist für mich Bloodborne S-Tier. Also Bloodborne S-Tier gehe ich vollkommen mit. Also ich finde jetzt auch, man muss da jetzt nicht innerhalb der S-Tiers jetzt nochmal krass vergleichen. Also ich finde jetzt nicht, dass S-Tier, also dass Elden Ring so bar jeglicher Konkurrenz seine eigene Kategorie verdient. Ich finde, Bloodborne passt da schon gut mit rein. Das ist auf jeden Fall von den Souls-Likes, was Geschichte geschrieben hat, Meilenstein, alles, was Nils gesagt hat, schließe ich mich an. S-Tier. Ja, klingt mega überzeugend. Ich habe es nicht gespielt. Ich warte auf die PC-Version und das Remake und hoffe sehr drauf. Aber kann ich nicht zu sagen. Also ja. S-Tier, let's go. Also bei mir pendelt es ein bisschen zwischen richtig geil und S-Tier, aber ich bin vollkommen für euer leidenschaftliches Plädoyer zu haben. Und weil es so anders ist und mit den vorgetragen. Ich hätte jetzt aber eine Frage, weil wir da ja noch ein paar andere haben, mit die jetzt ich niemals als Souls-Likes betitelt hätte. Gehen wir jetzt nach der Qualität, wie gut sie als Souls-Like sind oder was für gute Spiele es sind? Nee, weil Dead Cells, was da steht, ist halt, also Dead Cells ist ein gutes Spiel, aber ist ja kein Souls-Like. Ja, lass uns darüber diskutieren, wenn wir da sind. Okay, Wir arbeiten jetzt erstmal ein bisschen schneller ab bei den eindeutigeren Sachen. Ich würde gerne mal Nioh nehmen. Wir haben hier Nioh tatsächlich 1 und 2. Ich mach's kurz. Für mich sind beide Spiele in sich so ähnlich, dass ich jetzt nicht für mich klar sagen kann, 1 oder 2 ist besser. Da gibt's grafisch, spielerisch von der Ausrichtung her aus meiner Perspektive nicht genügend Unterschiede, Entwicklungsmerkmale, dass das einen Riesenunterschied machen würde. Und in Relation von dem, was ich bei richtig geil und S-Tier sehe, ich mag sie sehr, ich habe viel Spaß gehabt, aber in Relation sind sie für mich eher schon gut Spiele auf Dark Souls 2 Level. Gut, let's go. Komm, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich sehe schon ein, zwei Punkte noch, wo wir länger diskutieren müssen. Für mich persönlich sind die eher mehr, aber ich kann schon gut, gehe ich vollkommen mit. Finde ich, sie sind, es ist kein Search mehr. Also das finde ich. Nee, das stimmt. Ja, stimmt schon. Sekiro, jetzt ist wieder spannend. Da ist auch wieder so ein Souls, Also, richtig geil. Für mich ist Sekiro, es macht unfassbar viel Spaß. Es hat eine komplett neue Welt spendiert bekommen. Es schafft es auch wieder, sich innerhalb der Souls-Familie von seinen Familienmitgliedern zu distanzieren und sich einen eigenen Raum zu schaffen und einen eigenen Wiedererkennungswert zu schaffen. Die Welt ist in sich stimmig. Ich liebe das Kampfsystem. Am Anfang bin ich daran verzweifelt, weil ich direkt aus Bloodborne kam und nichts gecheckt habe. Aber sobald es einmal Klick macht, macht das unglaublich Spaß. Es gibt einige Kritiker, die sagen vielleicht auch nicht zu Unrecht, okay, das ist zum Teil fast wie so ein Rhythmusspiel einfach. Und ja, es ist ein Stück weit auch, aber das ist unglaublich befriedigend, wenn man es schafft, einen Boss zu entschlüsseln und den dann irgendwann zu dominieren durch puren Skill
Und deswegen, ich liebe Sekiro auf die Art und Weise, obwohl ich gar nicht so dieser Japano-Settings-Fan bin. Deswegen ist es für mich auch S-Tier, sag ich einfach. Ich würde es mal richtig geil einsortieren. Und zwar, alles, was du sagst, bin ich voll dabei. Wenn es Klick macht, macht's Klick. Ich war aber auch, muss ich sagen, heilfroh, als ich es durch hatte. Das war ein gefühlter Arbeitssieg teilweise auch. Und vor allem, was mir dabei ein bisschen fehlte, und das ist, glaube ich, auch in diesem Rollenspiel Malus, den das Spiel eben gar nicht so mitbringt, auch behaftet, der Wiederspielwert, der hat sich bei mir nicht so krass ergeben, weil es im Verhältnis deutlich linearer, klarer, weniger Entwicklungsmöglichkeiten und halt viel mehr Gameplay fokussiert und weniger drumherum. Und da das, finde ich, bei Souls-like-Spielen typischerweise schon so ein super krasses Argument ist, wieder und wieder und wieder und ganz flexibel zu spielen. Mir das da aber einfach fehlt, hätte ich ein gutes Gefühl, das bei richtig geil zu sortieren. Ich bin aber auch bei richtig geil. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Sekiro hat für mich aber auch, ist das unzugänglichste der From Software-Spiele, weil es halt einfach diesen harten Schwierigkeitsgrad hat, den du dir nicht einfacher machen kannst. Da sind alle anderen Souls-like schon, geben dir mehr die Möglichkeit, es dir selber einfacher zu machen und das Spiel zu erleben. Und Sekiro ist da einfach nur, sagt, nö. Ich akzeptiere eure Argumente und mir war völlig klar, dass ihr es nicht bei S-Tier einsortiert, aber ich mach's, weil ich es persönlich ganz subjektiv, ich habe es neulich nochmal auf Twitch gespielt und ich find's einfach geil, aber ich akzeptiere völlig, wenn ihr sagt, richtig geil, weil da gibt's auch gute Argumente für, meinetwegen, lass uns das da reinhauen. Walle, du eine Meinung? Ich würde es persönlich bei schon gut einsortieren, weil mir es nicht so viel gegeben hat wie die anderen Souls-Spiele und das Setting auch nicht so meins war, aber da wir hier S-Tier hatten, können wir uns, glaube ich, in der Mitte bei richtig geil treffen. Top. Ich habe es aber auch nicht durchgespielt, deswegen zählt meine Meinung hier nicht so viel wie von den anderen Leuten hier. Ihr habt das alle durchgespielt, ne? Ja, das ist aber doch wirklich ein fantastischer Kompromiss. Oder? Ja, Mitte, toll. Also, das ist gut. Okay, und ihr habt es eben schon gesehen, einmal kurz der Hinweis an euch. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, mit den entsprechenden Chatbefehlen die nächsten Tierlisten, die wir in dieser Sendung noch besprechen sollen, um konkret zu sein, die nächste zu entscheiden. Also mit dem üblichen Ausrufezeichen TL Mario, Rollenspiele oder Konsolen könnt ihr entscheiden, welche Liste als nächste von uns aufgestellt werden soll. So, wir bleiben aber noch bei den Souls-Likes. Salt and Sanctuary, 2D, Souls-like, tatsächlich sehr, sehr ähnlich, in 2D gemacht. Manche sagten, es ist ein 2D-Souls-like, schönes Spiel, jetzt aber nicht überragend. Aus meiner Sicht kann man schön kooperativ spielen, also viele Stärken kommen zum Tragen, die 3D-Souls-likes ausmachen, hat aber auch sehr, sehr, sehr viele Schwächen in puncto Optik, in puncto Level-Design, also teilweise Sachen, die einen in den Wahnsinn treiben. Ist halt ein kleines Spiel, kann man auch nicht vergleichen. War es eine One-Man-Show? Ich weiß es nicht. Aber eben ein kleiner Indie-Titel, der überraschend geil geworden ist. Deswegen ist es nicht wirklich Äpfel und Birnen, aber potenziell mit den Schwergewichten nicht ganz einfach zu verteilen. Ist für mich ehrlicherweise auch, für mich wäre es schon gut. Mehr. Ich habe das Let's Play mit dir und Eddie ein bisschen gesehen und das fand ich sehr unterhaltsam, aber da habe ich von dem Spiel den Eindruck schon gut auch so mitgenommen. Wollte es aber auch irgendwie nicht selber spielen, weil ich spiele erst ab richtig geil. Und deswegen ist das alles, was ich jetzt überhaupt sagen kann. Habt ihr eine starke Meinung? Ich habe nur gesehen, dass ihr das Let's Played habt. Wie der Dattelautomat hat es auch, glaube ich, Let's Play. Und ja, für mich wart ihr beide der Star in diesem Let's Play. Okay. Also. Ich würde mich da auch auf dein Urteil verlassen. Ach so, ich fasse mich schon bei May. Ich gucke wieder in die anderen. May, leid, also, ist schon, also vom Gefühl her, May fände ich schon hart. Aber ja gut, komm, dann mal, wenn ich der Einzige gespielt, bin, das ja. Ist, das ist, es ist schon gut. Aber die anderen Sachen, die da drin sind, kann man diskutieren. Remnant, ich hab's nicht gespielt. Kann da gar nichts zu sagen. Ich hab's gespielt, das ist sehr, es ist so ein bisschen belanglos, es ist so ein bisschen Weggeballere. Hat nichts Gehaltvolles dahinter. Ich weiß nicht, ob es Müll ist. Ich würde es, glaube ich, auch so bei Mäh einordnen. Aber es ist halt, dieses Souls mit Schusswaffen hat für mich nicht ganz funktioniert. Ich fand den Style auch nicht so gut. Diese prozedural generierten Level haben mich halt auch genervt. Ich würde, glaube ich, sagen Mäh. Ja, gut. Ja, können wir machen. Okay. Alles klar. Dann haben wir hier, wenn ich es richtig sehe, Darksiders 3. Eine Serie, deren dritter Teil der letzte offiziell ist. Es gab ja noch irgendwie so ein ISO-Spiel, glaube ich, was danach kam, so ein Action-Ding. Aber mit jeder Episode haben die das Spielkonzept auch immer ein bisschen geändert. Ist das mit diesen Pferden? Ja, genau, mit den Reitern der Apokalypse. Exakt. Und das war die dritte Reiterin in diesem Fall. Und da sind sie deutlich mehr eben so in Souls-like-artige gegangen. Das zweite war so ein bisschen Zelda-esque. Das erste war auch noch anders. Und das war Souls-like, aber auch gar nicht mal so gut. Ich erinnere mich aber auch nur an den Game-2-Beitrag, in dem Christoph, glaube ich, alles andere als wirklich angetan war. Dann lass uns, wenn wir alles nicht wirklich gespielt haben, lass uns doch einfach bei May. Das finde ich immer gut, wenn man etwas nicht kennt, das direkt verurteilen. Ja, das ist sehr beliebt. Kenne ich nicht, mag ich nicht, esse ich nicht. So, der Schädel der Orientierung. Gut, Jedi. Jedi.
das letzte... Auch nicht gespielt. Ich habe es durchgespielt mit Simon zusammen. Es hat seine Momente. Es ist aber, finde ich, technisch und so ist es einfach nicht auf dem Niveau der Souls-Spiele. So, wenn man Star Wars-Fan ist und so, klar, es ist cool, aber es hat irgendwie in allen Bereichen kommt es nicht an die Qualität ran. Und deswegen, ich mache es kurz, würde ich es bei schon gut einsortieren, weil es seine Momente hat, aber hat auch ganz klar seine Schwächen. Ja, als losgelöstes Star-Wars-Spiel finde ich es ein richtig geiles Star-Wars-Spiel, aber als Souls-Spiel nur ein schon gut Spiel. Von daher, deine Argumentation wäre auch hundertprozentig meine, ja. Ja, als Souls-Fan hat es mir halb Spaß gemacht, also weil es funktioniert. Ich bin, Star Wars bin ich relativ neutral, deswegen hat es den Bonus nicht gehabt. Mhm. Schon gut. Okay. Ich sehe es genauso. Easy. Ja, und Dead Cells ist schon richtig, ist eigentlich eher in so eine Roguelite-Liste, weil es einfach für dann doch zu wenig Souls ist, also bestimmte Trademarks fehlen. Wir würden einfach darauf verzichten, ja, Dead Cells hier noch einzusortieren, ja. Oder? Ja. Ja. Ich habe im Chat schon gelesen, schockierende Liste, aber war natürlich klar, dass wenn man das liest, Tierlisten sind immer kontrovers, aber ich finde unsere Liste, also ich finde sie gut. Ich finde sie gerade auch ganz gut. Das Einzige, was ich mich frage, ist, ob Lords of Fallen wirklich dann so viel schlechter ist als die Mäh-Kategorie. Aber ich habe es halt gesagt, nicht gespielt. Das stimmt, halt vielleicht auch ist es vielleicht ein bisschen fies jetzt am Ende. Was haltet ihr davon? Müll ist so mies. Wenn wir aus Müll einfach etwas, weil es natürlich, wenn man nur Müll sieht, es ist kein Müll. Das stimmt schon, das habt ihr auch im Chat gerade richtig. Wir haben auch schon darüber diskutiert. Aber was gibt es denn, was ist schön? Lohnt sich nicht zu spielen. Muss nicht oder so. Also irgendwas, was ein bisschen freundlicher kommt. Aber schon muss nicht, oder? Recycling-Tonne ist der bessere Müll quasi. Da kann noch was mitgemacht vom Posten. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich habe auch nichts Gutes. Hat nicht so gut funktioniert einfach. Das ist, wollte mehr. Unzureichend. Hat stets bemüht. Nicht so gut funktioniert. Ja. Ja. Okay. So, seid ihr versöhnlicher? Da passt. Dann wollen wir nochmal alles jetzt schaffen? Aber ist egal, ich glaube, wir müssen mal zu doch der nächsten. Ja. Ja. Okay, dann haben wir eine Liste. Nicht so gut geht's. So, ja, aber da haben wir ja noch mehr, ne? Ich finde die okay. Ja, finde ich auch gut. Also, ich kann damit leben. Ja. Gut, dann let's move on. Ja. Ja, die nächste Liste. Wer traut sich das auf Twitter zu posten? Was haben wir denn? Was wird immer sehr kontrovers diskutiert. Voll. Easy. Okay. RPGs. Dann das freue ich mich nächste. Auf deinen Tweet. Ihr habt es gerade gevotet. 53,9% wollen die RPGs haben. Oh, wie lange haben wir das? Das ist für uns natürlich ein Argument. Wir gucken uns die Liste mal. Okay, das wird jetzt ein. Oh, das wird schon. Okay. Hier kommt alles durcheinander. Wir geben also. Okay, Gate 2, darf ich direkt anfangen? Fang an. Ja. Das ist meine Kategorie. Kingdom Come Deliverance ist ein S-Tier. Oh. Und zwar, weil, was macht ein RPG aus? Verschiedene Dinge, natürlich guter Loot, ein krasses Skillsystem und so weiter und so fort, ja. Aber auch Immersion und die Simulation einer sehr glaubwürdigen Welt und Kingdom Come Deliverance schafft davon alles, meiner Meinung nach. Und hat noch eine gute Geschichte, auch wenn das nicht wirklich entscheidend für ein gutes RPG ist oder nicht. Also weil es ja hier, glaube ich, eher um die Mechaniken geht. Ich merke da schon, alle ziehen komische Gesichter. Nee, ich sehe einfach nur fast S-Tier-Spiele. Ach so, ja, das stimmt auch. Ich kann direkt, da sind gleich. Aber ist ja okay. Aber lass uns kurz bei dem Spiel bleiben. Habt ihr irgendwie eine Gegenmeinung? Wollt ihr mich überzeugen, also, dass es nur richtig geil ist? Ich habe Kingdom Come nicht gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr viel Spaß macht. Aber für mich ist das einfach zu realistisch. Also gerade so im Vergleich. Also es ist, ich habe mehr das Gefühl, dass Kingdom Come mehr so eine Simulation der Mittelalterzeit ist, als ein Role-Playing-Game, so von wegen, ich spiele jetzt die Rolle von der und der Figur. Aber das ist, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, deswegen mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß, was du meinst. Aber es hat nicht dieses Arbeit werden da. Also du musst ja nicht irgendwie ewig irgendwelche Ressourcen grinden, wie im echten Leben, um dir ein Brot zu backen. Also wenn wir es alle nicht gespielt haben und du ein krasser Fürsprecher bist. Ja. Also aber ich habe es nicht viel gespielt. Ich habe es mitbekommen, weil es auch, glaube ich, ein sehr kleines Entwicklerteam war und so weiter. Aber also du hast dich direkt darauf gestürzt und hast so einen Scheuklappenblick auf dieses Spiel geworfen. Ich bitte dich einmal kurz, das zu lüften und dir einen anderen Titel anzugucken und zu überlegen, okay, ist das neben so fantastischen Meisterwerken wie Mass Effect Saga, Diablo 2, Fallout, passt das alles? Ist das für dich dasselbe Niveau? Absolut. Dann würde ich dir die Entscheidung überlassen. Ja, absolut. Okay. Können wir gerne am Ende nochmal drüber reden, aber lass uns jetzt mal. Die Liste darfst du nachher tweeten dann. Würde ich machen, auf jeden Fall. Dann lassen wir nächstes Spiel, lassen wir was komplett anderes machen. Final Fantasy VII sehe ich hier unten noch. Ach, da unten. Ah. Ja, ganz genau. Original aber dann, ne? Weil das ist das Logo vom Original, nicht vom Remake. Aber wir könnten, also das ist. Ja, wir nehmen das Original. Das Original. Also ich mach's kurz.
von der historischen Bedeutung, von der Stellung im JRPG-Bereich, von dem, was es damals war. Wenn wir jetzt wirklich anfangen, alles, was damals, heute nicht mehr so gut und so, für mich ist das ein ganz klarer S-Tier. Also wenn es ein JRPG gibt, was, glaube ich, ist wirklich als vor dem historischen Kontext, von dem damaligen Spaß und vor dem Platz, den es in den Herzen extrem vieler Konsolenrollenspieler eingenommen hat, gibt, dann ist es, glaube ich, Final Fantasy VII. Also wir machen fast mal S-Tiers. Es gibt ein paar, aber ist ja okay. Bei einigen Spielen bin ich nicht kompromissbereit, sage ich jetzt schon. Ne? Ja, das ist auch okay. Ich auch nicht. Gut, also aber S-Tier würde ich da auch sagen, ja klar. Okay. Darf ich dann auch ein S? Ja, bitte. Ja, Fallout 3. Also das darf ich, glaube ich, auch nicht diskutieren. Ja, müssen wir nicht diskutieren. Fallout 3, also S-Tier. Und dann kannst du New Vegas direkt hinterher packen. Ja. S-Tier. Bam. Na, come on. Ja. Come, nope. Ja, das ist, es ist aber, ich bin auch wie so eine 1 und eine 1 minus. Und je nachdem, welchen Lehrer du hast, sagt der eine, sagen alle 1 oder 1 minus. Also das Ding ist, Fallout New Vegas hatte ein Problem, es hatte zu Release sehr viele Bugs, die das Spielvergnügen etwas gemindert haben. Aber wenn du dann das mal so ein bisschen gelöst war, gibt es, glaube ich, die überwiegende Menge an Fallout-Spielerinnen und Spielern würde sogar sagen, dass New Vegas das bessere Spiel ist. Okay. Wenn du das Dialogsystem zugrunde legst, wenn du die Welt, die verschiedenen Fraktionen und so weiter zugrunde legst. Es ist ja auch nicht von Bethesda gemacht, sondern von Obsidian. Und das ist ja auch nochmal ein anderes Entwicklerstudio, die auch die ursprünglichen Fallout 1 und 2 Teile gemacht haben. Und da gibt es dann schon leichte Unterschiede. Und wenn du kannst nicht Fallout 3, und ich bin voll Fallout 3 ST, aber dann musst du New Vegas auch. Ja, im Prinzip. Ich schließe mich an, tatsächlich. Okay. Ja. Dann brauche ich da also ist schon wieder ein bisschen wie bei Nioh. Ich habe mal, für mich persönlich ist, hat New Vegas nicht so gezündet, wäre bei mir ein bisschen tiefer angesiedelt, aber ich kann der Argumentation folgen. Ja. Und finde auch okay, den das da mit reinzupacken. Ja, ich erinnere mich auch noch an die Kritiker damals, aber als ich selber gespielt habe, dachte ich, ey, wo macht ihr diesen Unterschied von 3 zu New Vegas? Weil ich habe selber auch wirklich unglaublich viel Spaß. Das war, glaube ich, auch ein bisschen das Setting einfach, dass du halt auf der einen Seite hattest du dieses urbane Washington mit diesen ganzen ikonischen Gebäuden und so, und dann kamst du halt in diese wüstenartige Nevada-Landschaft. Das ist dann auch vielleicht auch so ein bisschen so das Setting, was vielleicht einen kleinen Unterschied macht. Ja, aber auch diese ganzen, diese Hauptstorylines waren von New Vegas auch einfach geil. Also es ist erstmal diese gekreuzte Straße da und so, fand ich diese ganz mit diesen Caesar ganze Geschichte da, das war schon noch mal irgendwie geiler jetzt gerade. Ja, für mich war halt gerade diese Hauptstoryline-Aspekt, weil für mich hatte Fallout 3 eine Hauptstoryline und New Vegas war so ein, ja, mach halt. Bei Fallout 3 hatte ich so eine Linie, der ich folgen konnte mit ich suche meinen Vater und so. Bei New Vegas war so ein, okay, wo soll ich mich denn jetzt engagen? So, was ist denn mein Ziel? So, ja, da ist eine Fraktion, aber ich bin bei Fraktionen immer vorsichtig und so, ja, gut, soll ich das jetzt weitermachen? Mhm. Das Crafting hat für mich nicht funktioniert, dass sie dann da irgendwie reingepackt haben. Das waren so Abzüge einfach, aber es ist trotzdem deswegen. Kann man auch alles, wir haben mal einen Fallout-Talk gemacht vor gar nicht allzu langer Zeit, letztes Jahr irgendwann. Der war toll. Da haben wir lange drüber diskutiert. Ja, ja, würde ich an dieser Stelle kurz empfehlen. Gut, weitere eindeutige, Nils, pick du doch bitte. Ja, also die komplette Mass Effect Trilogie, und jetzt gibt es einige Pupsnasen, die sagen so, der erste oder der zweite hat mir nicht gefallen, oder dann gibt es Leute, die sagen, oh, das Ende von Mass Effect 3, bevor es gepatcht wurde mit dem Extended Ending, wow, das ist voll nicht so geil, und die haben in Teil 2 oder haben sie Rollenspielelemente oder Komplexität rausgenommen, whatever. Ey, alles ist S-Tier. Alles, es ist die geilste, es ist für mich mit, also die geilste Videospieltrilogie aller Zeiten. Die schaffen es, über 3 Teile ein Universum aufzubauen, Charaktere aufzubauen, eine Geschichte, eine übergeordnete Geschichte zu erzählen, die sich von Teil 1 bis Teil 3 trägt, die in sich irgendwie schlüssig ist. Klar gibt's auch irgendwelche Nebenmissionen und so weiter, aber das machst du halt, um die Charaktere quasi kennenzulernen und die an dich zu binden. Und ich habe jede einzelne Minute genossen, ich habe jeden einzelnen Planeten bis zur Erschöpfung erforscht, ich habe jede Nebenmission jedes Charakters gemacht und habe das Ende von Teil 3, glaube ich, 5-mal gespielt. Das ist für mich alles 3 S-Tier. Hier und ja, kann man da ein paar Haare in der Suppe finden, aber das ist ein Gesamtkunstwerk, was zusammengehört, und deswegen ich verprügel mich mit euch. Also pass auf, als Videospiel würde ich dir auf jeden Fall recht geben, ist ein S-Tier-Videospiel, bestimmt, tolle Geschichte und alles, aber wir reden ja über RPGs und es ist wirklich so ein gutes RPG, also du hast ja überhaupt keinen krassen Loot in dem Spiel oder so, das, worauf es eigentlich in RPGs meiner Meinung nach ankommt, eben, dass die Skills eine große Facette bieten. Also es gibt schon eine Palette an verschiedenen Waffen. Es gibt natürlich immer Kategorien, innerhalb dieser sich diese Waffen bewegen, aber es gibt da schon Unterschiede. Du hast eben das Level des Charakters. Du kannst dich entscheiden, welche Klasse du spielen möchtest. Du kannst zum Beispiel sagen, du gehst eher auf diese Bionika-Geschichte. Dann hast du halt so ein bisschen so
Telekinese und so ein Kram, kannst Leute in die Luft heben, sie wegschleudern. Du kannst aber auch sagen, du gehst ganz klassisch als irgendwie Sturmsoldat irgendwie so in den Nahkampf rein und verzichtest komplett auf diesen Hokuspokus. Also du kannst dich da schon sehr rollenspielmäßig austoben. Das stimmt, das waren gute Argumente. Ich meinte eher so, es gibt aber noch welche und die haben wir da oben halt, die haben bieten, was das angeht, einfach nur noch mehr. Also Mass Effect legt eher den Fokus auf die Story, deswegen sage ich eine S-Tier Story, aber ein richtig geiles RPG. Mhm. Ey, wisst ihr was? Habt ihr, wenn ihr euch auf Bionica skillt und es ist so geil, wenn ihr jemanden hochhebt, wump, und dann macht ihr den, dann schmeißt ihr den weg oder ihr macht die Shockwave und kombiniert das miteinander, fump, fump, pff. Es ist so gut. Und auch das, auch wenn das teilweise hakelig war, auch in der Ego-Shooter-Steuerung, gerade in Teil 1 und 2, war das nicht perfekt, so wenn man das vergleicht mit einem Shooter, kann es ja auch nicht. Klar, deswegen gab es ja auch irgendwie diese bionischen Kräfte, die man hätte nutzen sollen, weil es kein Shooter ist, weil es ein Rollenspiel ist. Aber du findest natürlich Haare in der Suppe, aber es ist einfach so ein fucking Meisterwerk. Ja, also ich finde das, was du gerade beschrieben hast, klingt richtig geil. Also ich habe den ersten nicht durchgehalten, abgebrochen, weil ich es irgendwie dann mich nicht gepackt hat und ich zu viel mit dem Auto rumfahren musste und habe dann nicht weitergespielt. Aber also ich habe jeden scheiß Planeten im ersten mit dem Auto komplett durchgescannt. Und wie viel Spaß hattest du? Ich habe mich drauf einlassen können. Okay. Aber es ist trotzdem so, für mich sind die, also ich habe den dritten nicht durchgespielt. Oh Gott. Das ist ganz oben auf meinem Pile of Shame, weil ich es immer noch mal beenden möchte. Ich weiß deswegen auch nicht, wie es aussieht. Ich gucke auch nicht in den Chat. Sorry, dumm von mir. Was ich sagen wollte ist, ich fand den, der erste hat mich von der Story und insgesamt von dem gesamten Etablieren der Welt am meisten gepackt. Das fand ich am interessantesten, am geilsten. Spielerisch fand ich den aber teilweise ziemlich dünn. Der hat dir vorgegeben, ein Rollenspiel zu sein. Manche Dinge waren pseudo-kompliziert. In Wirklichkeit war das ja ein ganz, ganz dünnes, auch kurzes Spielchen, was mich aber trotzdem gepackt hat. Den zweiten wiederum fand ich von den Charakteren super geil, von der Story insgesamt aber total lame, weil es irgendwie das Gefühl, nach einer Stunde war klar, was hier passiert. Du klapperst das ab und dann kommst du irgendwie zu einem Ende und dann geht's in Teil 3 weiter. Aber spielerisch fand ich den klar am besten von den beiden. Also da haben sie einen richtigen Schritt nach vorne gemacht vom Rollenspiel, vom Ballern, von allem her. Deswegen fand ich den zweiten Teil eigentlich unterm Strich besser und zum dritten kann ich, wie gesagt, nicht viel sagen. Aber die jetzt so ganz bedingungslos alle mit dem S-Tier, also irgendwas. Und ich weiß, was du meinst, sie sind so verschieden und jetzt zu sagen, womit hatte ich mehr Spaß? Mit Fallout? Vielleicht. Aber ich weiß auch, dass ich Mass Effect, obwohl ich auch nicht so ein Sci-Fi-Mensch bin, unglaublich geil fand. Also zumindest die ersten beiden. Ein S-Tier und Mass Effect sind hier. Ja, Moment. Deswegen wollte ich auch gerade sagen, ne, da habt ihr mir auch so ein bisschen einfach vertraut, ey, dass, wenn du das sagst, dann wird es so sein. Und bei Mass Effect hast du wahrscheinlich auch einfach noch ein größeres Herzblut und noch mehr Zeit rein investiert. Von daher würde ich dir ja schon trusten. Wir haben aber ja mehrere Spiele. Kannst du da vielleicht eine Abstufe machen? Gibt es einen, der nur richtig geil ist und die anderen sind vielleicht erst hier? Nein, mache ich nicht, will ich nicht. Okay. Ich möchte dir nur dieselben Worte wiedergeben, die du auch an Valentin gerichtet hast. Kann einmal die Scheuklappen, der einmal durchlüften, noch einmal die und dann, wenn du dazu stehst, dann bleiben wir dabei. Ja, okay, Mass Effect ist my girl und das verteidige ich jetzt hier, da prügel ich mich. Guck noch mal kurz, ob irgendwas... Ja, da sagt niemand... Also du hast ein starkes Plädoyer gehalten. Ja. Gut, dann machen wir es kurz. Ich habe auch Bock, das jetzt wieder runterzuladen. Also ehrlich gesagt, das hat mich schon ein bisschen überzeugt. Es ist scheiße gealtert. Es ist verdammt scheiße gealtert. Und dieses Remake ist im Vergleich mit dem, was Demon's Souls gemacht hat, Dreck. Ja, klar. Es ist das geilste Franchise ever. Und sie haben es mit Füßen getreten, mit Mass Effect Andromeda, oder wie das hieß, was ich 100 Stunden gespielt habe, obwohl es kacke war. Einfach nur, weil ich dieses Universum so sehr liebe. Mhm. Und dieses Remake, was sie da aufgetischt haben, sorry, das ist einfach, ey, das ist das geilste Franchise und ihr macht doch ein richtiges, macht's doch wie Demon's Souls. Ja, das wäre geil gewesen, so. Auf jeden. Es ist schlecht gealtert. Wenn du jetzt damit anfängst, muss man ehrlich, aber man muss es in der Zeit sehen, in der man es gespielt hat. Das stimmt wirklich, ja. Gut, wir haben es da einsortiert, wo du es haben möchtest. Viel los im Supreme Tier. Wie machen wir weiter? Habt ihr Bock auf was Kontroverses? Ja, hau was raus. Witcher 3 ist nur schon gut bis richtig geil. Kann ich nichts zu sagen, weil es auch auf meinem Pile of Shame liebt und ich weiß, warum ich es nicht angreife. Also ich kann es nicht länger. Ich wollte erstmal das einfach raushauen, aber ich begründe es natürlich auch noch. Es ist ein unglaublich tolles Spiel. Es wurde zu Recht gefeiert, gar keine Frage. Die Story ist eine der besten. Die Quests sind unfassbar klar. Auch das macht alles ein gutes RPG aus. Aber die wirklich spannenden RPG-Systeme wie super viele Tränke, die du auch brauchst, mega viel Rüstung, die interessant und relevant ist. Brauchst oder brauchst?
Das war das nicht das Gleiche? Ach so, beides. Also. Die Tränke, die du brauchst. Ja. Also die du benötigst. Nein, alles gut. Du benötigst diese Tränke nicht unbedingt. Genauso wie die Rüstung und so. Das ist nicht abwechslungsreich genug, finde ich. Und genau das macht aber ein RPG für mich auch von den Mechanics aus. Also wirklich, du willst was Spannendes finden und so. Und das kannst du theoretisch in Witcher 3 überwiegend streichen, weil du kannst ja auch nur die ganze Story reinziehen und auf den anderen Kram komplett scheißen. Dazu ist das Kampfsystem auch einfach ein bisschen lame und nicht super deep. Und deswegen ist auch das nicht das, was dich RPG-technisch reinzieht und wofür du diese ganzen Drumherum-Sachen, die RPG-Elemente wirklich brauchst. Es ist einfach ein geiles Telltale. Ist das nicht ein bisschen gemein, einem Spiel negativ auszulegen, dass es eine offensichtlich sehr festgefahrene Definition eines Genres gibt und nur weil es in dieser Definition dieses Genres nicht all diese Definitionspunkte einzeln bedient, dann wird ihm das negativ angeheftet. Das ist doch Quatsch. Das verstehe ich nicht, warum ist das so unfair? Ne, weil ein Spiel, wenn es entwickelt wird, nicht den Auftrag hat, einer bereits bestehenden Definition eines Genres gerecht zu werden, sondern ein gutes Spiel zu sein. Ja, aber darüber reden wir hier. Aber wir reden ja gerade über die Qualitäten in diesem Genre. Naja, es ist jetzt diesem Genre einsortiert worden, aber das Witcher ist nicht perfekt. Es hat gerade zum Beispiel, was das Kampfsystem angeht, ist es nicht so perfekt wie jetzt ein Souls-Spiel. Und ich gebe dir recht, es hat nicht diesen ausufernden Loot wie jetzt ein Diablo oder so, aber es hat eine unfassbar lebendige, große, tolle Welt mit super vielen tollen Charakteren. Die ist nicht lebendig. Oha. Ach, come on. Moment, also ja, wenn du mit dem Charakter, der geskriptet ist, redest, ja, dann ist, das wirkt in dem Moment lebendig, aber wenn du durch Novigrad gehst, dann checkst du, dass diese NPCs random gespawnt werden und keine NPCs sind, die irgendein Leben haben, irgendeine Hintergrundstory, irgendeinen Tagesablauf, irgendwas, was dich immersiv in diese Welt reinziehen würde noch. Und welches Spiel bietet dir das? Zum Beispiel Red Dead Redemption 2. Ja, Red Dead Redemption 2 ist nicht dabei, aber das ist... Nein, aber jetzt als Beispiel. Ja, das ist auch, da gebe ich dir recht, Red Dead Redemption ist aber auch eine andere Kategorie S-Tier. Das ist auch eines der krassesten Spiele aller Zeiten. Skyrim bietet dir das auch. Ja. Also ich kann mehrere auf jeden Fall nennen, okay, was es jetzt darum geht. Aber, Matthias, du hast die ganze Zeit schon... Ja. In den Kommentaren gibt es Leute, die sagen, Walle, ich deabonniere und Leute sagen, Walle, ich habe recht. Es ist alles da, wie Erwartung. Du schüttelst die ganze Zeit so besserwissend den Kopf. Na, was heißt Matthias? Besserwissend? Also für mich ist Witcher 3 auch, also gerade wenn ich mir die Liste so anschaue und was wir da oben jetzt schon reingepackt haben, gehört Witcher für mich auch auf jeden Fall in S-Tier. Witcher hat für mich, ist eins der besten Spiele der letzten Jahre und gehört dann auch da oben hin. Aber so innig wie hier und aggressiv da irgendwie schon reingegangen wird, ist that's not a hill I want to die on. Aber für mich können wir den dann auf richtig geil setzen. Aber für mich ist, also das ist, wir packen halt gerade alles in S-Tier, damit ist die Liste halt schon schwierig. Ja. Und für mich ist Witcher aber auf jeden Fall mehr S-Tier als andere Vertreter und auch als andere Spiele, die wir da schon oben reingepackt haben. Aber das ist dann wieder so eine, das ist sehr schwierig. Ehrlich gesagt, können wir da auch gerne mit S-Tier gehen. Ich wollte nur auf jeden Fall, nein, lass mich, ja? Ja, es ist ein S-Tier-Videospiel, deswegen, wir sehen das ja, diese Liste gerade nicht genau so, wie sie eigentlich gedacht war, also dass wir das Genre RPG einordnen und wenn wir eben nach guten Spielen gehen, dann ist es, also Witcher ist auch aus meiner Sicht ein S-Tier-Videospiel. Ich hatte S-Tier-Spaß damit, aber ich hatte keinen S-Tier-RPG-Spaß. Ja, dafür ist RPG doch ein zu großes Genre. Also jetzt deswegen zu sagen, was haben Mass Effect 3 mit dem Final Fantasy 7 mit Kingdom Come gemeinsam? Ja. Also es sind schon alle Rollenspiele, wir wissen, es ist ein uferloses Genre mit super vielen Ausprägungen. Also da jetzt zu differenzieren, finde ich ein bisschen schwierig. Aber deswegen sage ich ja, dass wir mit S-Tier gehen können. Dann lass uns mit. Also weil mir klar war, dass... Andere Meinung? Also ich von der Bedeutung her und allem, was ich über das Spiel mitbekommen habe, wie viel Liebe es erfährt als Rollenspiel, von Leuten, die Rollenspiele auch mögen, hätte ich als Nichtspieler ein extrem schlechtes Gewissen, dass... Ab schon gut oder niedriger, aber... Aber okay, das müssen wir nach der Sendung mal diskutieren. Von wirklich Rollenspielern, die sagen, aus der Perspektive, das sei das beste Spiel? Also, weil es gibt ganz viele Leute, die dieses Spiel lieben, weil es eben so unfassbar gute Quests und eine tolle Welt und Story hat. Ja, es gibt halt sehr Leute, die sagen, ich mag Rollenspiele. Also, ja, okay, ja. Ja, also, lange Diskussion. Du hast ja keinen Rollenspielerausweis. Staatlich geprüfter Rollenspieler. Nein, aber ich dachte jetzt, du meintest im Vergleich zu anderen wirklich einen RPG-Granaten. Naja, also da wird es halt einsortiert. Und deswegen kann man ja auch diskutieren, ist, wie viel Rollenspiel, nach welchem Gesichtspunkt, ist vielleicht in Mass Effect noch drin oder so. Genau, also, ja, das war ja auch schon so ein bisschen mein Punkt, dass es weniger ist als zum Beispiel in so Spielen wie Fallout 3, die wir alle gespielt und feiern. Das ist eins der mit den meisten Rollenspielelementen, die du finden kannst. Und ich behaupte ja einfach nur, ich sag ja nicht, Witcher 3 ist ein
schlechtes Spiel, sondern ich sage, Witcher 3 hat nicht so viele gute Rollenspielmechaniken wie zum Beispiel ein Fallout. Ja, aber weißt du, das ist so ein bisschen so, als wenn du fragst, wer sind die schönsten Fußballer? Ja. Und dann sagst du ja hier, Hans Meyer ist der schönste Fußballer. Und dann sagst du, ja, aber der hat ja nur in der zweiten Liga gespielt. Verstehst du, was ich meine? Das ist, finde ich, ein anderer. Ja, aber darum geht es jetzt ja gerade nicht. Ja, das ist smart. Ja, absolut. Mhm, ja, Anwalt, ja. Erzeuger. Ja, absolut. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja, deswegen. Aber wir haben es auch geeinigt. Genau. Also, wir drücken ein bisschen auf. Ich mache einen nicht streitbaren ganz schnell. Final Fantasy 9, schon gut. Jetzt könnt ihr mich da draußen steinigen. Gehe ich mit. Du hast es gespielt? Ja, dann abgebrochen, nicht zu lange gespielt. Irgendjemand hat es gespielt? Okay. Ich habe eine Komplettlösung darüber geschrieben, ja? Also ich habe es. Ist schon gut. Was ich. Richtig geil, wäre zu hoch. So, wir machen Skyrim weiter. S-Tier. Wer möchte was? Skyrim, S-Tier, Fragezeichen. Ja, S-Tier, let's go. Mhm. Bei der Auswahl kannst du Skyrim nicht. Nee. Einfach der Bedeutsamkeit und wie viel, ja, und so. Also das muss dann auch anhand der Umsetzung. Ja. Okay. Ja, also. Ja, wenn ihr. Bitteschön. Ich habe es abgebrochen, weil es mich einfach zu Tode gelangweilt hat. Ich auch. Aber. Und. Gut, also das war mit Oblivion vor dem Hintergrund. Ja, dann natürlich auch. Also ich muss zu Skyrim sagen, ich habe es auch eine Menge gespielt, aber ich habe es mir ruiniert, weil ich mir direkt zu Beginn so eine Mega-Rüstung geschmiedet habe. Und das ging einfach, indem du einfach 20 Stunden lang am Stück geschmiedet hast. Ja. Und dann warst du bei Skill Schmieden auf 100, hast dir die beste Rüstung geschmiedet und dann war das Spiel vorbei, weil du einfach quasi da durchgeflogen bist. Hm. Ich habe es trotzdem noch lange gespielt, aber es hat mir das ein bisschen ruiniert, kann das Spiel nichts für, meine eigene Deppheit. Aber es gibt super viele Leute, die das halt einfach auch bis heute noch richtig gerne zocken. Und wenn es nach mir persönlich geht und ich mir angucke, was da noch so ist, ist meine in meiner persönlichen Wahrnehmung Skyrim eher richtig geil, aber völlig, aber rein subjektiv. Aber ich glaube, dass es eben auch aufgrund anderer Aspekte und aufgrund der vielen Leute, die es erreicht hat, dann meinetwegen auch ein S-Tier kann. Aber welche Rolle hast du in diesem Rollenspiel gespielt? Natürlich die des Schmieds. Also ja, die ersten 20 Stunden hat das auch funktioniert. Ja. Also S-Tier, ja. Alle S-Tier. Allein wegen der Bedeutsamkeit. Ja. Oblivion. Ja, Oblivion ist für mich nostalgisch subjektiv ein klares S-Tier, aber das kann man so nicht auf dieser Liste platzieren, da, das muss ich ganz klar jetzt schon so zugeben. Aber ich würde es dennoch gern in richtig geil sehen. Warum es kein S-Tier ist, auch im Gegensatz zu Skyrim, das Spiel hat sich selber mit seinen skalierenden Gegnern im Level versaut. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass du immer stärker werden willst und die Gegner aber gleichzeitig genauso stark werden. Das heißt, du spürst selten einen Unterschied in irgendwelchen Höhlen und Dungeons und so. Diese Welt ist halt einfach super, finde ich. Gerade zu ihrer Zeit war sie das. Die Leute sind alle ein bisschen irre, das finde ich einfach persönlich super unterhaltsam, kann man jetzt aber nicht sagen, das macht das zu einem guten Spiel. Es hat auf jeden Fall auch super viele typische Bethesda-Mechaniken, wie auch Fallout und Skyrim, von daher ist es, was die angeht, eben auch gleich gut, nur eben die Story plus dieses Scalable-Ding machen es nur richtig geil, wäre meine Argumentation. Was sagt ihr? Nicht gespielt. Entschuldigung, um welches Spiel ging's? Oblivion. Also Oblivion habe ich damals nicht so viel gespielt. Das war ja das mit diesen Toren und mit diesen Portalen und so weiter. Es ist der Vorgänger zu Skyrim im Prinzip. Wahrscheinlich ein bisschen weniger gut als Skyrim, aber ich habe es nicht gut genug gespielt, um es zu beurteilen. Aber ich finde deine Begründung sehr gut. Dankeschön. Also war das. Ja, also du hast gut. Das ist, genau, ich fand persönlich einfach Oblivion richtig geil. Cooler als Skyrim, aber das ist auch super subjektiv. Von daher ist richtig geil, da glaube ich schon eine gute Einsortierung. Okay, wer möchte, sagt mir was, ich ziehe. Diablo 2 ist hier. Okay. Okay. Mhm. Diablo 1. Drunter. Drunter auf jeden Fall. Ja, was? Ja, aber also. Mit Bedeutsamkeit und so weiter würde ich dann auf richtig geil gehen. Ja, aber also viel tiefer. Ja, auf keinen Fall tiefer. Nee. Richtig aber geil. S-Tier ist es halt leider nicht. Ja. Okay. Dann machen wir richtig geil. Okay, finde ich gut. Die Frage ist nur, Diablo 3 da drunter oder? Das Problem mit Diablo 3 war, dass es zu Beginn richtig scheiße war. Die haben es mit diesem Auktionshaus komplett in den Sand gesetzt. Sie haben auch das Balancing war katastrophal schlecht. Du konntest im ersten Playthrough war es okay, ab dem zweiten Akt oder was das war, war es einfach komplett super schwierig auf einmal. Es war einfach richtig schlecht gebalanced. Und sie haben es dann aber gepatcht und dann wurde es irgendwann auch echt gut. Aber es ist für mich nicht unbedingt S-Tier. Ich würde es als richtig geil einordnen, weil es echt Spaß macht. Aber es ist halt auch einfach eine Slot-Machine. Man muss es einfach so sagen. Ne? Es ist eine Slot-Machine. Du wirst zugemüllt mit
Items. Und irgendwann ist es auch richtig anstrengend, immer wieder zu vergleichen. So, ist es jetzt ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter? Und ich muss auch sagen, dass die Konsolenumsetzung richtig gut ist. Man hat bei Diablo 1 und 2 immer gesagt, das ist unmöglich auf Konsole. Stimmt. Und was ist, das bringt für mich nämlich einen Aspekt mit rein, weil mit Maus und Tastatur klickst du eigentlich nur. Und wenn du es auf Konsole spielst, hast du ein bisschen diesen dieses Gameplay Element noch, dass du Geschicklichkeit und so weiter noch mit, also ich habe Archer gespielt zum Beispiel, da musst du dann auch ein bisschen das Gefühl, okay, ich klicke nicht nur dumm rum, sondern ich auch ein bisschen das Handling wird auch ein Faktor sein. Das könnte sogar noch mehr sein, meiner Meinung nach. Aber ich meine, für mich ist richtig geil, auch in Ordnung mit dem Spiel. Ich hätte es ehrlich gesagt bei schon gut einsortiert, aber der Punkt mit der Konsolenportierung, das stimmt. Das fand ich auch, dass sie es sehr, sehr gut umgesetzt hat und das ist der Punkt, der es für mich dann auch auf richtig geil setzt. Dann würde ich da auch mit d'accord gehen. Mich hat die Argumentation absolut überzeugt. Ich habe das 3 Stunden gespielt und ich wollte endlich mal die Faszination oder 4 Stunden. Nils hat es eigentlich schon angefangen. Also es hat mich nicht gekickt, überhaupt nicht. Ja. Wahrscheinlich aus den Gründen, ich habe was anderes erwartet und ne. Aber was ja, keine dir, Ahnung, was bekommen, was mir einfach nicht gefallen hat. Was bei dir dann wahrscheinlich funktioniert hätte, wäre es auf der, was war das damals, PS3? Ja, ich hab's auf der Switch, glaube ich, gespielt. Nee, im Koop zu zocken, wollte ich sagen. Ja, Koop war echt sehr, sehr geil. Im Screen, der hat so gut funktioniert. Das hat super funktioniert. Und das hätte dir, glaube ich, auch Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich halt die ganze Zeit nur einen Knopf gedrückt und das ist das nächste Level. Und also vieles von dem, was du gesagt hast, habe ich gedacht, ah, okay, dann ist das das Spiel, aber eben nicht meins. Okay, wir machen weiter mit was auch immer. Ich glaube, ich bin mit validen Argumenten für oder gegen einen Tierplatz bei allen Spielen fast raus, weil ich da also wenn diverse Spiele sehe, die ich kaum besuche. Das Einzige, was ich von denen noch wirklich gespielt habe, wäre Fallout 2, was für mich vielleicht S-Tier ist, das ist aber wahrscheinlich sehr persönlich, deswegen würde ich wahrscheinlich mit richtig geil gehen, weil das hat, das kannst du auch heute immer noch sehr gut spielen, die Story war toll, die Welt war toll, der hat das ganze, Fallout 2 ist so ein unterschätztes Juwel, auch da verweise ich wieder auf den Fallout-Talk vor ein paar Monaten, unter richtig geil würde ich da nicht gehen, aber ich höre mir auch gerne andere Meinungen an. Nee, du hast damals bei diesem Talk auch einfach richtig viel erzählt und da bin ich voll, also ich hab's nicht genug gespielt. Ich hab's eher so dann mit Fallout 3 mich dann noch mehr dafür interessiert, aber auch nie mehr wirklich gespielt. Überlasse dir das komplett und dir natürlich. Nee, ich überlasse es auch Matthias. Ich hab's auch wahrscheinlich genauso viel wie du gespielt und Matthias hat's eben wesentlich mehr gespielt. Von daher hast du da die wirkliche Meinung hier, die zählt. Das war jetzt richtig geil. Wie gesagt, für mich ist es S-Tier. Ich könnte es wahrscheinlich jetzt auch, wenn ihr sagt, ja, machen auf jeden Fall persönliche Entscheidungen und so weiter, dann könnte man es auch in S-Tier packen. Ich würde aber sagen, Fallout 2, es ist gerade heutzutage noch, es ist richtig, richtig geil. Aber jetzt nicht eins, nicht S-Tier. Nee, richtig geil. Okay. Find ich sehr gut. Okay, dann bitte sagt mir, was ich potenziell wohin sortieren soll. Wir haben noch hier Dragon Age Inquisition und Origins. KOTOR? KOTOR haben wir auch noch am Start, Deus Ex, Baldur's Gate 1 und 2 und Bloodline. Entschuldigung, ist das Dragon Age Inquisition oder was ist das? Ja, das ist der dritte. Das ist Inquisition und das ist Origin. Der wievielte Teil ist das? Der letzte, oder? Oder kam danach noch einer? Welches kam damals auf? Kam 3 bisher. Korrekt? Das ist der dritte dann, oder was? Weil den habe ich, glaube ich, viel gespielt. Guck mal in den Chat, ob man uns helfen kann. Also ich habe das nicht gespielt. Ich Inquisition weiß, gleich Teil 3 wird dir bestätigt. Vielen Dank dafür. Ich habe nur viel darüber damals in der Berichterstattung mitbekommen und der der wurde auf jeden Fall nicht so positiv angenommen, weil der ziemlich viel so generische Elemente gehabt haben soll. Aber das ist, ich kann nur sagen, was er gehabt haben soll. Also ich habe dazu wirklich keine starke Meinung. Du hast es offensichtlich viel gespielt. Ich überlege gerade, ob ich den zweiten oder den dritten gespielt habe. Der zweite war recht blutig. Den habe ich mal angezockt. Das ist, aber gut, das ist. Ich weiß, haben die alle so eine Gruppe, die du dann so steuerst und dann kannst du den Thron, bei dem einen Kannst du hast du irgendwie so eine Burg, die wird dann repariert im Laufe der Zeit und du bist dann quasi der König da und welcher ist das? Der erste war auch blutig, ey, ich weiß es nicht. Ich kann mich nur erinnern, die zeitgenössische Kritik damals hat auf jeden Fall Teil 1 auch nicht abgöttisch geliebt. Das war aber wahrscheinlich bei allen so. Also die haben ja nie so richtig die absolute Top-Wertungen erreicht. Aber das ist mehr kann ich das so nicht sagen, weil ich sie wirklich nie bis auf den zweiten angezockt gespielt habe. Ja, okay. Chat sagt, Inquisition ist das Mass Effect Andromeda der Reihe. Ja, gut. Das dann heißt für uns, danke für den Tipp, dann machen ist das für uns schon gut? Oder Andromeda ist eigentlich nicht schon gut, ne? Also ich Andromeda ist nicht gut. Dann machst du Durchschnitt? Okay. Nee, würde ich sagen. Nee? Also
Ich habe wirklich quasi nur Negatives darüber gehört und auch die Testvideos, die ich mir angeguckt habe, da hat man noch relativ viel davon gesehen, dass es wirklich so Nee, aber wenn das Ja, okay. Ja, wenn das, der Burg, das war Müll, ja komm, dann ist das Nee, wenn das ist, was ich gespielt habe, dann ist es nicht Müll. Okay. Ja. So, dann ist das meinetwegen Durchschnitt, aber ich glaube, dass die Leute das dann auch immer in Teil 1 und 2 bemessen. Sein, ja. Wenn du 1 und 2 richtig gerne gespielt hast und die Serie liebst und dann kommt so ein Teil, der dir überhaupt nicht zusagt, dann ist das für dich Dreck. Aber wenn du das isoliert betrachtet spielst, ist es glaube ich nicht. Okay. Da würde ich es aufs Durchschnitt setzen. Ich verstehe aber alle Leute, die davon total enttäuscht waren, wenn sie was anderes erwartet haben. Ich habe es halt einfach, ich habe den ersten und zweiten nicht bewusst gespielt. Ich weiß nicht, ob ich jemals gespielt habe. Und ich fand den dritten okay. Ich fand den nicht, ich fand, das war für mich kein Müll. Ja, da kommen auch ganz viele gerade aus ihren Löchern, die sagen, nee, war schon gut, war schon gut. Also, ja, es gibt wie immer alles. Ja, ne? Ja aber ich hatte es wirklich so wahrgenommen, dass alle dagegen sind. Deswegen sehr gut, dass das hier gerade nochmal aufgeklärt wurde. Ja. Aber Origins, was lest ihr daraus? Wir müssen es halt irgendwie sortieren, Leute. Es tut mir leid, vorher kommen wir ja nicht vom... Ja, die Leute schreiben im Chat, dass Origins richtig geil war. Ja, meinetwegen kann das auch richtig geil, aber das, ich hab's nicht... Der Chat, der ratet jetzt mit, weil wir haben ja auch viel davon jetzt nicht super viel gespielt oder so. Mhm. Gut, machen wir Knights of the Old Republic. Ja, ich höre immer wieder Liebesbekundungen für das Spiel. Ja, ich habe es damals leider nicht gespielt. Das war ja, wann kam das so? 2004 oder sowas? 2005? Whatever, weiß ich nicht mehr. Ich glaube 4. Ne? 3 oder 4, ja. Den Spiele, 2003 Spiel oder irgendwie so. Und das ist ja auch von BioWare und die haben ja auch Mass Effect gemacht und ich habe auch nur immer richtig Gutes von und ich wollte es immer mal spielen und ich habe es aber zu der Zeit nicht gemacht und irgendwann war die Luft raus. Irgendwie war ein Momentum verpasst. Aber ich habe immer nur Gutes von KOTOR gehört. Chat überschlägt sich auch gerade mit S-Tier rufen und ich bin auch sehr gespannt aufs Remake. Bei Origins? Auf jeden Fall Bock. Nein, bei KOTOR. Achso, ja gut. Origins wird auch noch gelobt, aber KOTOR ist ja ganz klar S-Rank im Chat. Ich würde KOTOR auch ein S-Rank geben, weil es nicht nur ein saugutes Star-Wars-Spiel ist und vor allem mal in eine Zeit geht, in der man zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, noch nie im Star-Wars-Universum quasi einen Blick reinwerfen konnte, außer man liest die Bücher oder so. Hm. Oder? Es gab doch andere Star-Wars-Spiele vorher. Aber die in der Old Republic zeigt. Ach so, sorry, okay. Das meinte ich einfach so. Geschichtlich hat man wirklich viel Neues gesehen, es hat sich gut eingefügt und es war einfach auch, ich rede ja hier die ganze Zeit drüber, dass mir auch RPG-Systeme wichtig sind. Du konntest dich sehr individualisieren und für Star Wars-Fans natürlich auch super cool, wirklich die Seite zu wählen, gut oder böse. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert im ersten Teil. Von daher ist es für mich ein absolutes S-Tier. RPG und aber auch Star Wars-Game. Ja. Es ist jetzt kurz gesagt, man kann ganz, ganz viel mehr noch dazu sagen, aber uns läuft aber die Zeit. Aber geht's ja auch. Genau, guckt in das Spielejahr, ich weiß nicht, was es war, 2002 oder 2003? 2004 und 3. Ja, 4 war der zweite Teil, genau. Ja. Ja. Ja, genau, guckt da rein, wenn ihr wissen wollt, was die Leute da dazu gesagt haben. So, Baldur's Gate, anerkannter PC-Klassiker. Ich habe 0 Aktien drin. Wenn Micha Reinke jetzt hier wäre, würde er wahrscheinlich aktenweise darüber schwärmen oder philosophieren oder zumindest bewerten können. Irgendjemand hier, der was dazu sagen kann? Das ist uralt. Ich meine, ich habe damals den ersten auch gespielt. Das, da gab's ja so, das war ja einer der absoluten Klassiker. Aber es ist so lange her. War das noch in den 90ern? Ich weiß gar nicht mehr, wann der erste Teil rauskam. Der erste war noch in den 90ern, ziemlich safe, ja. Also, und da. Aber was ist das jetzt? Mankind Divided? Das ist Deus Ex. Bei Baldur's Gate gerade. Aber stand da nicht was drunter? Welcher Deus Ex ist doch relevant? Das ist Mankind Divided, Das wollte ich nur wissen. Ja, genau. Nee, Baldur's Gate, ich glaube, Baldur's Gate 2 ist so der Klassiker, der dann wahrscheinlich in S-Rank gehört. Und Baldur's Gate 1 ist dann wahrscheinlich eher bei richtig geil anzusiedeln. Ist aber auch aus dem Fenster gelehnt. Ich habe die damals ein bisschen gespielt, habe aber den Zugang nicht gefunden, weil ich aber auch noch zu jung war. Also es ist wirklich halt so 90er-Ding. Das sind schon klare Klassiker. Ja, beim zweiten scheinen sich aber auch alle einig zu sein im Chat. Ich meine, auf irgendwas müssen wir ja hören, dass der zweite besser und legendär Status hat. Ob der erste jetzt noch schon richtig geil ist oder nur schon gut. Ja. Wahrscheinlich richtig geil. Ich habe schon viel Kritisches gehört beim ersten. Okay. Ich habe es mir sogar gekauft, das Spiel. Oha. Bin damit aber nicht, also ich hatte mal einen P3 500, so damals. Als Student. Und da habe ich mir Baldur's Gate und Half-Life für gekauft. Half-Life fand ich super. Baldur's Gate bin ich überhaupt nicht mit klargekommen. Aber ich war auch damals schon so Japano-Rollenspieler und Konsolen-Rollenspieler. Das war was völlig anderes. Ich habe es nicht gecheckt. Ich kann mich nur an irgendwelche Dialogen wie, ihr seid so enervierend. Irgendwie so semi-gute Sprecher, die das Deutsch vertont haben. Aber ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich glaube, ich bin nicht aus der Taverne rausgekommen. Das kennt man von dir. Also deswegen, ich glaube nicht, dass das richtig geil war. Ich glaube, das ist eher sowas für schon gut. Ja gut, dann schon gut. Okay. Sag ich jetzt einfach, weil ich der Einzige bin, der es überhaupt offensichtlich gespielt hat. Da ich habe den zweiten als Kind gespielt, aber auch nicht durch, weil ich noch zu klein und damit zu dumm war. Also ich kann da einfach keine qualifizierte Meinung zu abgeben.
Was machen wir mit Deus Ex Human, Quatsch, Mankind Divided, das ist ja. Also ich habe das eine Weile gespielt, wir haben es damals auch für Game One mit einem größeren Beitrag zugemacht und das Ursprungs Deus Ex ist ja ein absoluter Videospiel-Klassiker. Ich fand jetzt Mankind Divided war ein gutes Spiel, aber das hat mich nicht so gefesselt. Es hatte halt viel diese, so, wie gehst du vor? Schleichst du oder gehst du in den Kampf? Gehst du durch den Lüftungsschacht unentdeckt und so weiter? Aber es hat mich nicht so, ganz persönlich nicht so vom Hocker gehauen. Also ich würde es bei schon gut oder richtig geil einsortieren. Es hat sicherlich seine Fans, für mich persönlich war das, hat mich nicht so krass begeistert wie andere Titel. Das bedeutet, um in Tiersprache zu bleiben, meh, oder? Ja, schon gut, meinetwegen. Aber was sagt ihr denn? Ich habe keine qualifizierte Meinung. Gar nichts zu sagen. Das ist so ein Gespiel. Gut, dann lassen wir es bei schon gut. Genau. Dann entscheide ich das jetzt. Ja, finde ich gut. Genau. Und sage, es passt in schon gut. Ja, top. Vampire the Masquerade Bloodlines. Auch ungespielt, kann ich nichts sagen. So ein Klassiker, ne? Ja. Ich finde, der fliegt aber immer so ein bisschen unterm Radar. Also ich habe das nie gespielt, aber da habe ich auch so, da kriegt man so wenig von mit. Ich glaube, das ist so eine eingeschworene Fanbase, die aber so im allgemeinen RPG-Rollenspiel-Kosmos jetzt nicht so eine laute Masse ist. Ja, ich höre wirklich immer nur Gutes davon, wenn Leute für das Spiel werben und sagen, ich spiele das mal, das ist gut. Ich werde es nicht spielen oder hab's nicht gespielt, weil ich Vampir halt doof finde. Das ist das Hauptproblem. Also, ja gut, ne, wenn dich das Setting so direkt verliert, dann kann das Spiel darunter noch so gut sein. Ja. Und wenn man aber das alles cool findet, dann scheint das zumindest von dem, was wir, glaube ich, alle gehört haben, echt ein echt tolles Spiel zu sein. Wir können offensichtlich alle nicht so viel zu sagen. Vielleicht hören wir da tatsächlich ein bisschen auf den Chat. Richtig geil. Es ist wieder viel S-Tier. Ja, S-Tier. Ja, gut, ja, das ist jetzt viel, Kultklassiker. Unsere S-Tier-Kategorie ist halt auch sehr groß. Ist sehr breit. Also hat viel Liebe. Ja. Also da ist unsere Liebe sehr groß, sagen wir mal so. Wow. Wir waren sehr, also normalerweise muss man ja einmal sagen, okay, jetzt gucken wir nochmal drüber und diskutieren nochmal, kann Diablo 3 vielleicht auch schon gut? Haben wir es vielleicht ein bisschen zu gut bewertet und so im Vergleich? Aber wir sind schon sehr großzügig, aber es sind auch einfach unfassbare Klassiker bei. Total, ja. Ich freue mich auf den Tweet, Walle. Ach so, scheiße, machen wir das wirklich jetzt mit dem Tweet? Final Fantasy 9 ist hoch. Ja, ich hab's nochmal einen hoch, es ist einfach, es ist nicht legitim. Ja, so großzügig, wie mit der S-Tier-Liebe hier umgeht. Ja, okay. Ja, wir sind schon das ist 9. Ach, ich dachte die ganze Zeit, das wäre 10. Ja. Nein, ja, dann 10 wäre wieder. Ein 10 wäre auch S-Tier eigentlich. Ja. Achso, weil genau, ich habe ja gesagt, ich hab's nicht gespielt, aber das habe ich gespielt und geliebt und ich fand's noch besser als 7, aber es ist halt super subjektiv, deswegen, ach, darüber reden wir. Nee, dann, das war überhaupt gar kein schon gut hier. Das mindestens richtig geil, wenn ich S-Tier. Aber S-Tier dann sind wir doch bei richtig geil. Das ist doch ganz gut. Der ist doch super mit richtig geil. Ja, es ist top gelaufen. Richtig geiler. Geile Tierliste. Ja, was soll man sagen? Ne? Aber also, kurze Frage, kommt diese Vorauswahl von der Seite Tiermaker? Nein. Weil da fehlen ja mega viele auch diskutierenswürdige RPGs. Ja, okay. Ich glaube, es wurde eine redaktionelle Vorauswahl. Verstehe, getroffen. Okay. Nee, dann, mehr möchte ich ja nicht sagen. Ich habe damit nichts zu tun. Nee, alles gut. Ich wollte die gar nicht kritisieren. Ich wollte nur wissen, quasi, was ist die Quelle? Warum sagt jemand, das ist ein RPG und das ist halt keins? Aber jetzt wissen wir ja Bescheid. Ja. Also, wir haben wieder was gelernt, wir haben uns warm geplaudert. Und die nächste Runde wird definitiv weniger emotional, weil da zählen nur die Argumente. So. Und ich kann mich ganz bequem zurücklehnen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr hattet hoffentlich ein bisschen Spaß mit diesem Show-Shuffle. Wenn ihr ihn bei YouTube anguckt, freut euch auf Gamefights. Das Video solltet ihr auf jeden Fall noch anklicken. Wenn ihr live dabei seid, wir machen jetzt eine ganz, ganz kurze Pause und dann sind wir zurück mit einer illustren Runde Gamefights und erstreiten auch hier per Argument den Sieger des Abends. Bis gleich.